Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Stellacon und ich begrüße euch zu einem Foto-Edge-Tutorial. Ja, ich sitze mal wieder an meinem schönen Schreibtisch, um euch etwas zu erklären. Ich habe mich ja zum ersten Mal mit Foto-Edge-Parts, sogenannten Foto-Edge-Teilen, beschäftigt. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, denn ihr könnt mit ja, kleinen Metallteilchen, die ihr nur dran klebt, also auch was hier und da für die OOB-Bauer, sehr, sehr, sehr viel erreichen und wirklich tolle Effekte in eure ja, Kit hineinbringen bzw. euer Detaillevel um einiges steigern. Warum mache ich das? Nicht ganz uneigennützig. Ich bin inzwischen auch Shopbesitzer geworden und ja, möchte sowas ja unter euch bringen. www.gamplerbütchen.de ist die Adresse, wenn ihr Lust habt, sowas mal zu kaufen. Dann immer hereinspaziert, ich versuche alles Mögliche für euch zu besorgen. So, Foto-Edge-Teile sind sehr, sehr dünne, also wir reden hier zwischen, ja, wenigen unter einem Millimeter. Ich habe ein Video mir extra angeguckt, wie man Foto-Edge-Teile herstellt, also das ist, heißt nicht umsonst Foto-Edge-Teile. Also wir machen praktisch ein Negativ auf das Metallteil und dann kommt das in ein Säurebad. Dann wird das entwickelt wie ein Foto und alles, was nicht belichtet, also wo nicht das Negativ drauf liegt, ja, wird weggeätzt. Alles, was übrig bleibt, sind unsere detaillierten Parts. Das beherrscht MadWorks ganz, ganz toll, deswegen haben wir hier so ein kleines Sheet, das ist praktisch so ein Set, das hier speziell für den Saku, damit könnt ihr einen kompletten HG-Saku detaillieren. Wie ihr das macht, ist im Prinzip ganz, ganz einfach. Ihr benutzt Superkleber, um diese Teile anzubringen. Und ja, ich weiß, das kann furchtbar, das kann furchtbar erschreckend am Anfang sein. Oh Gott, ich klebe was permanent auf. Keine Sorge, volle Artikulation bleibt in eurem Modell. Ihr versaut das schon nicht. Dafür sorgen wir jetzt mit diesem wundervollen Video. Ich zeige euch, wie ihr die Teile heraus aus dem Runner bekommt, wie ihr sie auf das Modell bekommt, was man als Biegehilfe, denn ihr müsst manchmal hier einige Teile biegen, benutzen könnt. Und dass das gar nicht so angsteinflößend ist. Und wie immer gilt, ja, wenn was kaputt geht, ach Gottchen, dann geht halt was kaputt. Ihr könnt es erstens neu kaufen, davon stirbt niemand. Oder zweitens, ihr könnt es selber reparieren. Ich meine, wir sind hier beim Modellbauen. Ihr wollt bauen, also könnt ihr es auch selber reparieren. Ich habe selber jetzt bei meinem ersten Foto-Edge-Kit ein paar Sachen abgebrochen. Ist egal, ihr klebt es so oder so. Ja, ob das zusammengeklebt ist oder also ob es ein Teil ist, das ihr dran klebt oder zwei einzelne Teile, die ihr dran klebt. Ja, Herrschaftszeiten, das ist dann halt eben so. Ich möchte euch damit einfach nur die Angst nehmen, sowas mal zu machen und ich möchte euch zeigen, wie toll sowas ist, denn gerade Schulterpartien sind, wir machen das an einem Entry Grade, das habt ihr hoffentlich schon gesehen in den letzten Twitch ja, Folgen, Streams, habe ich mich da schon dran versucht, um den Deutschlands detailliertesten Entry Grade zu bauen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich euch heute näher bringen möchte. Und ich glaube, den einen oder anderen werden wir erreichen können, der das mal vielleicht dann auch ausprobieren möchte. Denn das ist Kinder einfach, das ist wie Decals, also wie Waterslide Decals, nur mit ein bisschen Kleben. Insofern ran an den Speck, wir bleiben am Tisch, aber schalten ins Overhead. Wir sind am Schreibtisch angekommen und ich zeige euch jetzt schon mal, was ich gemacht habe. Ja, so sieht, so detailliert kann das aussehen. Ne? Früher einfach nur weißes, normales, gerades Plastik, jetzt mit solchen Foto-Edge-Teilen. So, bei meinen Foto-Edge-Teilen, die ich auch in meinem kleinen Bütchen vertreibe, haha, nutzen wir doch mal die Chance für ein bisschen Werbung. Ich habe ein kleines Bütchen aufgemacht mit Foto-Edge-Teilen, mit zum Beispiel Godhands, die ihr erwerben könnt und vielen anderen tollen Metallteilen. Da seid mal gespannt, www.gamplerbütchen.de
Und zum Beispiel, das ist ein Set davon. Wir werden jetzt einfach mal diesen Fuß, der, ja, ich sag mal, für ein Entry-Grade schon ziemlich detailliert ist, noch weiter detaillieren. Und wie ihr seht, ist hier praktisch eine gerade Fläche. Wir haben außenrum Panel-Lines, wir haben hier die Düsen, die beiden. Aber das war es dann auch. Und da wollen wir jetzt mal was machen. Dieses Footage-Set, ja, kommt laminiert. Das seht ihr hier dran. Hier ist so ein, ne, Teil, das noch drauf ist. Das machen wir mal ab. So. Und das ist, wie gesagt, laminiert von beiden Seiten, so dass diese Foto-Ads-Teile, ja, sicher da drin sind und nicht während des Transportes durch die Gegend fliegen. So, jetzt habe ich mehrere Techniken on-stream ausprobiert und ich würde sagen, entweder ihr schneidet das von Haus aus raus, das Teil, das habe ich, also beziehungsweise die Folie, oder wir versuchen jetzt einfach mal so, dass wir, okay. Entweder ihr zieht es von einer Seite ab, das ist das, was ich gerade versucht habe, oder anders, wir nehmen uns das Ding, sagen uns, okay, wir wollen jetzt den Fuß machen, dafür brauchen wir Teil 17 und Teil 7, auch alles schön nummeriert, wie in euren Kits, und jetzt einfach mit dem Messer auf dem Metall hier schön schneiden, so und so, drehen wir das Ganze wieder um. Auch hier machen wir das nochmal. Musste man sich natürlich merken, welche Seite man genommen hat. Das habe ich natürlich jetzt nicht. Ich hoffe, das war die richtige. Habe ich die richtige? Ja. So, und jetzt lösen wir nämlich diese Folie. So, und jetzt haben wir noch nichts weiter gemacht, außer das Teil hier rauszuholen aus seinem Halterung. Und ihr müsst hier nicht, ihr seht, also ich bin nicht übervorsichtig oder sowas. Bei diesem Teil kein Problem. Wir haben ein gerades Teil, das kleben wir auf einen relativ geraden Punkt. Wir können das immer schön anlegen. Wir legen das jetzt auch mal so an hier. Na, es verheddert sich ein wenig, weil es andersrum muss. So. Und jetzt sehen wir schon, wie es final aussehen würde. Schön, oder? Macht doch das Ganze direkt viel besser. So, jetzt holen wir es nochmal raus. Achten darauf, dass es ganz gerade ist. Und das ist jetzt eine Sache, die man bei diesem Teil nicht hat, ja? Manche Teile muss man, wie diese hier zum Beispiel, dass man dieses Stück biegen muss. Wenn ihr etwas biegen müsst, benutzt zum Beispiel eine Rasierklinge. Zum Beispiel. Oder ne, Nipper oder, also nicht Nipper, sondern Pinzetten, um das vorsichtig zu biegen. Überlegt es euch fünfmal vorher. Also das ist wirklich von mir nicht übertrieben. Diese Teile halten es aus, genau einmal gebogen zu werden. Falls ihr mehr als einmal biegt, das heißt, ihr biegt es einmal links rum, ihr biegt es einmal rechts rum, habt ihr das Teil in der Hand. Nur so viel dazu. Das ist das Einzige, was euch hier Sorgen machen könnte. Ne? Dass, wenn ihr das einmal falsch biegt, ist es kaputt. So, jetzt sage ich euch, ich habe das hier dran falsch gebogen. Ich habe es trotzdem repariert bekommen. Das ist wie mit einem, ja, ich sage mal, mit einem Plastikteil. Auch das könnt ihr kaputt machen. Und auch das könnt ihr wieder reparieren. Jetzt zeige ich euch etwas. Ich habe hier Superkleber. Den nehme ich mir auf einen sehr, sehr dünnen Gegenstand. In diesem Falle nehme ich mir hier schön einen kleinen, ne, Holz, ja, ihr könnt einen Schaschlikspieß nehmen, ihr könnt hier so ein sowas nehmen. Ich habe gehört, mit Nadeln geht es gut. Und wir brauchen hier wirklich nur Tröpfchen. Also wir brauchen nicht viel. Um Gottes Willen, ihr wollt so wenig wie möglich. Dann legen wir das hier rein. Zup, zup. Pressen einmal drauf. Und das Teil ist drin. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen. Wir können das Teil lackieren. Wir können es Metall lassen, um diesen Metalllook zu geben. Also selbst OOB können das benutzen, um ihre Sachen aufzuwerten. Ich finde, allein das sieht schon gut aus. Jetzt, wenn man es lackieren würde, sähe es noch krasser aus.
Wir machen mal das nächste Teil auch noch, damit ihr das auch noch seht. Wir nehmen mal hier die 7. Die machen wir auch noch. Zup, zup. Ne, wie gerade. Einfach die Folie lösen. Ist so ein bisschen wie ein Waterslide, ne? Daher müsstet ihr das ja kennen. So. Gucken, diese Folie ist sehr, sehr gut. Also von den Klebeeigenschaften kann ich da überhaupt nichts sagen. Wie positiv oder negativ das ist, das muss dann jeder selber wissen. Aber eure Teile verrutschen halt nicht. So, nächstes Teil rausgeholt. Jetzt drehe ich mich noch mal ganz kurz um und schaue auf die Anleitung. Das müsste einfach so da drauf. Wir kontrollieren, indem wir es einfach einmal drauflegen ohne Kleber, ob das so ist, wie wir uns das vorstellen. Das wird schon ein bisschen trickigeres Teil. Schauen wir mal. Hoppala. Also das ist, ne, es ist fiddelig. Da sagt niemand was dagegen. Und ja, so kommt es rein. Sehr interessant. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das geklebt kriegen. Gut, dass ich auch mal ein etwas schwierigeres Teil ausgesucht hatte. So macht man es am besten, ja. Und dann... biegen wir das. So, wir sehen auch hier ist eine kleine Biegekante drin. Wir nehmen uns jetzt mal einfach das hier. Jetzt versuche ich mal zu biegen. Rasierklinge, ne, weil die Kante ist sehr gerade. Das, darum geht es. Aber es ist nicht... So. Reicht das schon? So. Jetzt haben wir da einen kleinen Knick drin. Wunderbar. Dann können wir uns wieder ein bisschen, das ist schon fast zu viel, von dem Superkleber drauf machen. Und wir müssten mal überlegen, wir wollen es am besten an der Kante haben und hier unten an den drei Stellen. Es darf nicht so viel sein, dass es quetscht, ne? Da müsst ihr dran denken. Es muss gerade so sein, dass das benetzt ist. Ja. Sonst quatscht es und wenn das so rausquackt, ne, müsst ihr auch dran denken, dann könnte es passieren, dass diese Teile weiß sind. Also Superkleber trocknet ganz gerne mal weiß und das ruiniert euch den OOB-Look. Insofern versucht möglichst einen zu finden, der das nicht macht und benutzt so wenig wie nur irgendwie möglich. Ja. Wunderbar. Das hat geklappt. Und jetzt zeige ich euch nochmal den Fuß in Nahaufnahme. Das ist doch ein Unterschied, oder? Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ob wir hier einfach ein liebloses, hohles Ding haben oder ob wir so viel Detail da reinfügen. Muss man ganz einfach sagen. Und so ist es eigentlich mit allen Sachen. Also es gibt natürlich spezielle Biegetools, es gibt spezielle Pinzetten, mit denen ihr biegen könnt, Nipper, die keine, ja, keine Klinge hat. Ja, ein Nipper, der keine Klinge hat, der ist für sowas auch sehr, sehr gut. Und da gibt es 10.000 spezialisierte Tools. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal zum Beispiel, das wäre der Lieferumfang von einem Set hier speziell für den Entry Grade. Der fügt so viel Detail hinzu. Ich weiß gar nicht, was ich euch sagen soll. So, das haben wir mal, das lassen wir mal nebeneinander. Ich glaube, ich habe es doch mal wieder geschafft, möglichst schnell euch das zu zeigen, oder? Ein bisschen hier, ein bisschen da. Ich weiß, den manchen ist es vielleicht ein bisschen zu schnell gegangen. Aber merken,
benutzt Superkleber. Ich habe jetzt hier gerade zwei, die ich ausprobiere. Der japanische klebt super gut, aber klebt leider weiß. Ich muss jetzt den von Patex mal ausprobieren, ob der durchsichtig, durchsichtig durchtrocknet. Dann denkt dran, niemals aus der Tube das rauf machen auf die Teile, sondern immer euch ein kleines Tool dafür suchen. Wenn ihr was biegen müsst, kann eine Rasierklinge euch helfen oder immer ein paar gute Nipper, wie komme ich immer auf Nipper? Ich weiß es nicht. Ein paar gute Pinzetten oder eine gute Pinzette dafür haben und dann seid ihr schon gewappnet, um hier sowas zu machen, oder? Und dann geht's weiter natürlich mit Decals. Die sind auch in dem Set drin. Die wisst ihr ja, wie es geht. Wenn nicht, gibt es auch dazu Videos von mir. So, ich hoffe, ich konnte euch mal auf die Schnelle, ja, die Angst vor dem Etching Part Kit nehmen und euch vielleicht etwas zeigen, was ihr ausprobieren mögt. So, wenn ihr sehen wollt, wie ich das Ding hier weitermache, dann schaltet doch bitte ein auf Twitch jeden Montag und Mittwoch ab 17.30 Uhr, so circa, werde ich streamen. Und jeden Dienstags und Freitags seht ihr hier auf YouTube ein neues Video. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche, einen tollen Tag, einen schönen Abend, guten Morgen, bis dann.